Hallo und herzlich willkommen bei die Sachsen Griller. Heute auch wieder ein DDR-Klassiker, glaube ich, ist es geworden. Und zwar möchte uns der Marco auf der Feuerplatte heute mal zeigen, wie man einen strammen Max macht. Ich hoffe, dass bloß der Max stramm ist und nicht auch der Marco. Niemals bei dieser Hitze. Genau. Das wird ein kleines, aber sehr schmackhaftes Gericht werden. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns an den Zutaten. Für unseren schnelleren, aber leckeren DDR-Klassiker brauchen wir ein paar Zutaten. Und zwar sind das Eier, Speckwürfel, ein Stückchen Butter. Wir brauchen Schwarzbrotscheiben, unsere Gewürze vom Achterhof, in dem Fall nur Pfeffer und Salz. Und zum Garnieren für das Auge und für den Marco natürlich Schnittlauch. Willkommen an unserem Lieblingsspielgerät, der Feuerplatte. Wir kommen jetzt zu unseren kurzen Schritten unseres strammen Maxes. Und zwar haben wir hier unsere Schwarzbrotscheiben mit Butter eingeschmiert. Nein, die Butter ist nicht körnig geworden. Das sind nur Speckstücken, die sich hier drinnen befinden. Und zwar geben wir jetzt die Schwarzbrotscheiben mit der Butterseite nach unten auf die Feuerplatte. In den heißen Bereich. Und lassen die dort schön anrösten. In der Zwischenzeit geben wir den Speck in den warmen Bereich der Platte. Unsere Speckwürfel. Auch hier gibt es natürlich viele verschiedene Rezepte, wie der stramme Max hergestellt wird. Wir kennen dies mit Schinkenwürfeln. Den Speck lassen wir ebenso richtig schön angehen. Das ist richtig schön anbrutzelt. Und dann müssten wir mal ein Stück rüberschwenken. Kommen wir jetzt schon zu unseren Eiern, die sich natürlich hier am heißen Bereich breit machen werden. Und da ich auf ungerade stehe, machen wir noch ein drittes Ei. Zack. Die Eier werden wir jetzt noch mit Salz und Pfeffer ein bisschen würzen. Die Schnittchen werden wir noch ein bisschen anrösten, die Speckwürfel noch ein bisschen anrösten. Und dann kommen wir schon zum Zusammenbau. So, der kleine, aber feine DDR-Klassiker ist jetzt durch. Wir haben unsere Schnittchen angeröstet. Unsere Schinkenwürfel. Die geben sich jetzt auf unser Brot. Wie ihr seht, ist relativ einfach alles gehalten. Aber böse Zungen behaupten, ja, wir hatten nichts in der DDR. Aber wir hatten Ahnung vom Essen machen. Und das im Tal der Ahnungslosen. Genau. So, dann belegen wir das nur noch mit unserem Ei. Tja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was du mit dem dritten Ei machst. Das dritte Ei ist für den Koch. Das ist das Testei. Das lege ich mal mit hierher. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt noch ein Tellerbild zusammenzustellen und dann werde ich mit dem André das schon wieder genießen dürfen. So. Ich darf wieder mal in der Sonne stehen, Marco steht im Schatten, super gemacht. Aber trotzdem lassen wir uns den strammen Max nicht entgehen. Niemals. Wie ihr gesehen habt, schnell, einfach. Lecker. Und lecker. Kann man so sagen. Ich habe es vorhin mit erwähnt. Das Ei haben wir noch mit abgewürzt mit Pfeffer, Salz und Paprika. Nach unserem Geschmack. Vorsichtig mit dem Salz, weil der Speck bringt dann noch ein bisschen Salz mit. Kann man wieder mal gar nicht meckern. Auch was soll man eigentlich verkehrt machen? Eine Scheibe Brot, ein bisschen Butter drauf, ja. Die Speckwürfel dazu und ein Ei. Einfach leckeres Essen, sage ich mal. Genau. So. Wirklich. Ja, und wenn, da bleibt eigentlich gar nichts mehr anderes übrig zu sagen, als zum Nachmachen empfohlen. Ich habe hier irgendwelche Hamsterbäckchen fast, ja. Auf jeden Fall. Ich fahre mal kurz runter. Also, auf jeden Fall zum Nachmachen empfohlen das Video. War zwar ein kurzes und knappes Video, das aber, Rezept zumindest. Aber ein schmackhaftes Video, Rezept. Genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Noch besser ist natürlich ein Abo abzuschließen, dann verpasst ihr überhaupt nichts mehr von die Sachsen-Griller. Und, ja. Ein ich
Schönes Wochenende. Schönes Wochenende bis nächsten Freitag. Ciao, ciao, sagt euer André und Marco. Ciao. Ein schönes Wochenende und wir teilen uns jetzt noch das dritte Ei.